Prepare yourself. Alter, wer schreit mir da ins Ohr? Der Rogard, der Sub da rein. Vielen, vielen Dank. Ich bin gegen Quang. Fange ich da mit Mistmido an? Ich glaube ja. Habe ich auch ein bisschen Lifesteal drauf. Der Typ spielt nichts anderes als Revenant? Echt jetzt? Woher kenne ich denn den Namen Karrechter? Ist das nicht ein Entwickler oder so? Karrechter, Karrechter. Ich kenne doch den Namen. Woher kenne ich den? Okay, aber ich bin gegen Saul Goodman. Gucke ich gerade sogar. Better Call Saul. Bin aber erst in Staffel 2. Er ist auch ein Master Quang. Hier in Ranked, da schwitzen die Leute richtig rein, ne? Wenn man Standardmodus spielt, da ist immer so, ja. Alle so spielen, wie sie möchten. Und hier schwitzt wirklich jeder rein. Epic. Warum kämpft er jetzt nicht gegen mich, wenn er ein Schild hat? Nein. What? You cannot run from fate. Komm nicht hinterher. Gut. Level 3. Flash du? Alter, leg dich nicht mit Sarus an, Junge. Don't lay you on with Sarus. Iggy is playing so cocky. Nein. Warum sind hier so krass viele Minions? Viel Spaß mit denen. Ich gehe zum Green. Gut. Gehe ich mir erstmal Physical Power? Das wäre eigentlich auch noch ganz geil. Am Anfang brauchen wir ja noch nicht so viele Rüstung. Komm, schneller Gold. Wir brauchen Gold. Broken Pangea, danke für deinen Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Vor jedes Mal, wenn ich einen Sub kriege, kriege ich so einen von Subway und müsste den auch aufessen. Das wäre crazy, oder? Oh, Mitte wird gegankt.
Okay. Nicht schlecht, Quang. Hm. Er hat keinen Flash mehr. Danke, Chimera. Oh, he's on a wave. You cannot run from fate. Chimera hat ein bisschen zu viel gedived, vor allem gegen den Quang, der ja... Oh, ich bin so schlecht. Vor allem gegen den Quang, der ja sich ein Schild geben kann. Macht das natürlich noch mehr aus. Das ist natürlich noch mal schwerer. Gut, aber der Quang steht jetzt 1:2 und ich stehe 2:0. Also eigentlich sind wir vorne. Wir sind beide Level 6, 39. Er hat 41, gut, 2 Last Hits. Wie er da gerade macht. Mitte wird schon wieder gegankt. Der Gideon hat wenig Mana. Ich muss ein Ward stellen. Ah, doch scheiße. Hauen um, hauen um. Der ist noch tot geblutet, das gibt's nicht. Der arme Chimera. Der kommt mir immer helfen und dann kriegen wir aufs Maul. Aber der Quang ist schon wieder tot. Ich habe ganz wenig Mana. Ich muss mal gucken, ob ich den Green Buff jetzt nochmal bekomme. Ja, Quang ist wieder da. Wie kann er jetzt vielleicht in meinen Tower pushen? Obwohl, da ist noch eine Wave. Ich kann ihn so leider gerade nicht fighten. So. Uah. Ja, die nächste Wave hat er auch kaputt gemacht. Aber verliere höchstens ein, zwei Minions. Ein Minion verloren nur. Okay. Missing right lane. Da ist er. Ah, da. Das war ein schlechter Trade. Kurz mich hochheilen. Alter. Have a taste of near.
Boah, die kloppen sich alle kaputt. Ich bin ja im krassen One-on-One gegen den Quang. So, jetzt kann ich kurz chillen. Ich habe nicht mehr so viel Mana, aber er hat noch ganz viel Mana. Ich weiß nicht, wo Grux ist. Ich müsste eigentlich warden. Ich gehe warden. Der hat halt so guten Wave Clear. Oh. Ah. Gibt's nicht. Nice. So, ich kriege aber ganz guten Farm eigentlich auf der Lane, würde ich mal sagen. Gut, bin wieder voll. Bauten der. Machen die Dingsbuff? Oh, Prime? Die machen doch nicht All Prime, oder? Nee. Will der den machen? Der ist Level 7, der Dude. Aber andererseits weiß ich nicht, wo Quang dann hingelaufen ist. Alter. Ah. Was macht der denn? Zum Glück hat die den nicht gekillt, sondern der Tower. Ja. Okay, mein Tower kriegt auch aufs Maul. Ich bin einmal gestorben und zack, ist mein Tower weg. Das gibt's nicht. Muss halt Jungle Diff. Jungler steht 2-5. Na, Ziralma, was geht? Chimera ist halt erst Level 7. Der ist 2 Level unter unserem Supporter. Puh. Das war ein kleiner Lag. Quang ist wieder da. Ritra Trullala. Okay, der Quang macht mich platt.
Wie lange ich fighten muss, bis irgendeiner kommt, ist halt auch krass. Gehe ich auf Earthshaker? Der baut halt auf Leben und der Grux baut auch auf Leben. Hm. Physical Armor Leben. Bauen halt alle auf Leben. Ability Haze, Physical Power. Ich mach das. Und Quang ist nicht da. Quang ist rechts. Wir müssen den zweiten Raptor sichern. Kommt eine gute Gideon-Ult. Schade, dass der Chimera nicht auf mich gewartet hat. Boah, der Iggy, Alter. Mein T2. Den kriegt er nicht. Den kriegt er nicht, den kriegt er nicht. Nicht getroffen. Mein Skill rised. Wann kommt denn der Green Buff wieder? In 93 Sekunden. Dash ist lang. Ah, schade. Also er kloppt mich einfach um. Okay. Warum ist der Quang so stark? Jetzt probieren wir das wieder. Classic Rux Moment. Ja, die weggegrux oder was? Sehr gut. Ach, ich brauche noch ein bisschen. Klein bisschen Farm. 50. Gar kein Mana mehr. Saul Goodman. Okay. Ich glaube, jetzt sollte ich backkommen. Der große Prime ist jetzt gespawnt. Citadel. Was geht auf der Midlane ab? Ich hätte wieder eine Ulti ready. Rux geht rein.
Hab ihn noch erwischt. Nice. Können wir es machen? Wir haben doch noch Chimera und so. Oh, Grux kommt. Warum? Warum bin ich so krass geslowt? Warum haben wir zu dritt den zwei Typen nicht kaputt gekriegt? Nein, der hätte so drauf schießen müssen. Hinter dir ist Iggy. Hacker ist tot. Das war kacke gefightet, fand ich. Komm, die sind alle rechts. Dritter Raptor wird helfen. Nice. What? Iggy hat mich noch gekillt. Der dreckige Iggy. Someone need to hit the turrets. Ja, ich dachte, Iggy wäre schon tot. Ah, good job, Decker. Ich dachte, Iggy wäre schon tot gewesen. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Aber eben jetzt den dritten Raptor, jetzt sollte es ein bisschen leichter fallen. Nein, ist kein Prime. Das ist halt geil, weil ich fast die ganze Zeit den Green Buff bekomme. Wo ist denn der Typ gerade da hingeflogen? Yo! Yo! Ja, lass den Tower holen. Und dann T2 machen. Hä? Und gar kein Mini mehr übrig. Was machst du? Voll. Okay, lass uns verpieseln.
Citadel wird mitgenommen. Alter, war das ein krasser Kampf gerade. Das war ja richtig geil. Ich wünsche, das Game wäre 10% langsamer. Baue ich Anti-Heal gegen Grux? Wer hat Anti-Heal von uns? Keiner, der, der und der nicht. Hm. Ah, ich weiß nicht. Earthshaker. Penumbra. Ja, ich glaube, ich gehe auf Earthshaker. Oh, guck mal hier. Deren Muriel ist raus. JP. Yo, damn. Es ist JP. Skaliert mein Crest mit Attack? Ja, 120 Damage around you. Okay. Das ist natürlich ganz geil, weil... Attack or Prime, wir haben keinen Gideon hier. Aber deren ADC ist auch da drüben. Iggy ist da. Bam, bam, bam. Oh. Doppeltötung. Oh, wer ist da? Alter. Egal, geht ihn, macht weiter. Nein! Let's go, Gideon. Du hast den Prime. Du schaffst es, Gideon. Mit der Macht des Primes wirst du diesen Chor besiegen. Besiege den Enemy Chor mit der Macht des Primes. Ja! Die Macht des Primes hat gesiegt. Darauf einen Schluck Apfeltee. Hm, ich glaube, da war ein Haar drin. Geil. Alter, 17-7. Vanquisher, Imperator, Demolisher mit Equinox. Critical Striking dealt 5% Bonus Damage. Macht natürlich Sinn. 5% mehr Schaden. Und wenn du unter 40% Leben hast, dann kriegst du ein Schild. Nuclear Rounds. Increase Ability Damage, da macht die Q noch mehr Damage. Hm. Ja, aber hat auch ganz gut funktioniert. Also der... Oh, geil, Leute, ich bin in der Silberliga. Oh, geil. In der Silberliga. Also der Quang hat mir aber auch schon ein bisschen eingeheizt, muss ich sagen. Der hat so Bruiser-mäßig mich einfach umgekloppt. Oh, krass, Silber, Leute. Silber. Ich bin kein Bronze-Pleb mehr wie ihr. Ich bin jetzt ein Silber-Pleb. Wie auch ihr. Ich habe minus 165.000 Punkte. Ja, eigentlich will ich keinen Sarus mehr spielen, ne? Weil ich habe den ja eh schon voll. Bringt nichts.